Herzlich willkommen zu meiner Einführung in das Projektmanagement. Ich möchte den Zuhörern gerne Vorgehensweisen, Verfahren und Methoden vorstellen, die im Projektmanagement in der industriellen Praxis Anwendung finden. Die Inhalte dieser Präsentation sind das Resultat meiner langjährigen Erfahrung als selbstständiger Managementberater und als Berater im Inhouse Consulting in einem global aufgestellten Unternehmen. Die Anwendung von Methoden des Projektmanagements ist heute State of the Art in allen mittleren und größeren Projekten, die eine gewisse Komplexität aufweisen. Das Spektrum reicht hier von Entwicklungsprojekten, wo es um die Entwicklung und Einführung neuer Produkte geht, über Projekte zur Einführung eines neuen IT-Systems bis hin zu Bau- und Anlagenprojekten, die die Planung, Projektierung und Errichtung neuer Gebäude oder kompletter Industrieanlagen umfassen. Projektmanagementverfahren werden aber auch angewandt bei der Bereitstellung neuer Verkehrs- oder Kommunikationseinrichtungen, ebenso wie in M&A-Projekten, die die Bewertung, Verhandlung und den Kauf bzw. Zusammenschluss von Firmen zum Gegenstand haben, oder in Projekten, in denen Strategien entwickelt oder der Internetauftritt einer Firma realisiert werden. Ein wirksames Projektmanagement ist Voraussetzung für die Erreichung der Projektziele. Es garantiert Zeit- und Kosteneinhaltung und sichert somit die Effizienz des Vorhabens, egal ob es sich um R&D, Infrastruktur, IT, Strategie oder Webprojekte handelt. In der folgenden Präsentation werde ich nun einige wichtige Aspekte des Projektmanagements erörtern. Zu Beginn soll aber erst einmal erklärt werden, was denn überhaupt ein Projekt ist. Dafür gibt es sogar eine DIN-Norm, nämlich die Norm 69901, der zufolge ein Projekt ein Vorhaben ist, welches im Wesentlichen durch die Einmaligkeit seiner Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist. Um diese doch etwas abstrakte Formulierung besser begreifbar zu machen, möchte ich einige Merkmale von Projekten schildern. Ein Projekt ist also etwas Einmaliges, und zwar im Hinblick auf seine Ausgangs- und Handlungsbedingungen. Das heißt, es darf sich hierbei nicht um eine Routinetätigkeit handeln. Hinzu kommt, dass Projekte innovativ oder neuartig sind, das heißt, Ziele oder Bedingungen der Projektabwicklung sind einzigartig oder liegen erstmalig in einer bestimmten Form vor. Des Weiteren sind Projekte zeitlich befristet, das heißt, sie haben einen Anfang und ein Ende und sie sind finanziell begrenzt, das heißt, es steht nur ein bestimmtes vorgegebenes Projektbudget zur Verfügung. Projekte haben eine spezifische und identifizierbare Organisationsform. Das heißt, sie finden außerhalb der Linien- oder Stammorganisation statt und sind mit speziellen Ressourcen ausgestattet. Das heißt, Personal und Einsatzmittel sind eindeutig benennbar und stehen ausschließlich zur Erreichung der Projektziele zur Verfügung. Außerdem sind Projekte komplex, arbeitsteilig und interdisziplinär. Das heißt, es sind mehrere unterschiedliche Fachbereiche beteiligt und das Vorhaben ist ohne eigene Planung nicht zu bewältigen. Auch der Begriff Projektmanagement ist in der DIN-Norm 69901 definiert, und zwar als Gesamtheit der Führungsaufgaben, Führungsorganisation, Führungstechniken und Führungsmittel für die Abwicklung eines Projekts. Projektmanagement umfasst somit alle planenden, steuernden und koordinierenden Maßnahmen, durch die sichergestellt wird, dass die vorgegebenen Ziele erreicht und die geplanten Termine und Kosten eingehalten werden, sowie dass die geforderte Qualität des Ergebnisses realisiert und dessen Akzeptanz gewährleistet wird. Projektmanagement stellt bei genauerer Betrachtung einen Regelkreis dar, der in der Hauptsache aus den Themen besteht, die auf dieser Seite aufgelistet sind, nämlich der Festlegung von Projektzielen, der Festlegung einer geeigneten Projektorganisation, einem effizienten Projektprozess bzw. phasenweisen Ablauf, einer stimmigen Projektplanung und einer wirkungsvollen Projektüberwachung und Steuerung. Wie dieser Regelkreis funktioniert und was bei den genannten Aufgaben zu beachten ist, werde ich auf der nächsten Seite im Detail erklären. Weshalb Projektmanagement so wichtig ist, erkennt man, wenn man sich einige typische Problembereiche vor Augen führt, die in Projekten immer wieder zu beobachten sind. Eines der bekanntesten Phänomene sind sicherlich Terminverzögerungen. Das gewünschte Produkt bzw. Projektergebnis
wird zu spät geliefert bzw. fertiggestellt. Sehr häufig treten auch Kostenüberschreitungen auf, das vorgegebene Budget wird also nicht eingehalten. Des Weiteren lassen sich oft hohe Fehlerraten in Zwischen- und Endergebnissen feststellen. Die Behebung der Fehler kostet wiederum zusätzlich Zeit und Geld. Genauere Analysen dieser Sachverhalte zeigen, dass häufig ein ungenügendes Verständnis des fachlichen Kontextes oder eine unvollständige Festlegung bzw. eine falsche Priorisierung der Projektziele vorliegen. Manchmal führen auch Technologiegläubigkeit oder eine zu geringe Berücksichtigung nicht funktionaler Anforderungen zu Schwierigkeiten. Dasselbe gilt, wenn etwa das Personal im Laufe des Projekts wechselt. Um diesen Problemen zu begegnen, sind für das Management von Projekten folgende Aufgaben und vor allem ihr systematisches Zusammenwirken essentiell wichtig. Eine systematische und strukturierte Anforderungsanalyse bildet die Basis für die Definition und Priorisierung von Projektzielen. Daraus ergeben sich Sollvorgaben, und zwar sowohl inhaltlicher Art, also bezüglich des Projektergebnisses, als auch im Hinblick auf die Projektrealisierung, also für den zeitlichen Ablauf, die Kosten, Kapazitäten, Ressourcen etc. Diese Sollvorgaben werden in den Projektplänen hinterlegt, auf deren Grundlage das Projekt schließlich abgewickelt wird. In regelmäßigen Abschnitten wird der Ist-Stand des Projekts berichtet und mit den Sollvorgaben der Projektpläne abgeglichen. Dies ist der Prozess des Projektcontrollings. Ergeben sich hierbei Abweichungen, dann muss steuernd eingegriffen werden, indem entsprechende Korrekturmaßnahmen beschlossen und bei der weiteren Projektabwicklung berücksichtigt werden. Gegebenenfalls müssen auch die Projektpläne geändert oder angepasst werden. Dieser Regelkreis wiederholt sich in zyklischen Zeitabständen, die in der Projektplanung ebenfalls festgelegt sein müssen. Wie wir gesehen haben, bildet eine sorgfältige Definition und Priorisierung der Projektziele eine unablässige Basis für die Projektplanung und Projektabwicklung. Zunächst haben Ziele im Allgemeinen folgende durchwegs positiven Wirkungen auf die Projektdurchführung. Mit den Zielen wird die Richtung vorgegeben. Richtig definiert fördern Ziele die Motivation der Projektbeteiligten. Insbesondere helfen Ziele den Mitarbeitern, ihre Tätigkeiten als Teil eines Ganzen besser zu verstehen. Mit der laufenden Annäherung an die Ziele kann der Fortschritt der Arbeiten verfolgt werden. Dabei zeigt sich, dass unterschiedliche Arten von Zielen sich gegenseitig bedingen können, wie zum Beispiel Zeit- und Kostenziele. In vielen Fällen konkurrieren sie aber auch miteinander, wodurch Zielkonflikte entstehen können. Solche Zielkonflikte sind besonders augenfällig, wenn nur ein bestimmtes Projektbudget zur Verfügung steht, was den Umfang der eingesetzten Ressourcen und Kapazitäten einschränkt, oder wenn das Projekt zu einem bestimmten, recht ambitionierten Endtermin fertiggestellt sein soll, gleichzeitig aber sehr hohe Ansprüche an Umfang und Qualität des Projektergebnisses gestellt werden. Wenn also beispielsweise ein großer Funktions- und Leistungsumfang oder eine hochwertige Ausstattung oder teure Designmerkmale gewünscht werden. Bei der Festlegung der Projektziele sind deshalb folgende Aspekte zu berücksichtigen. Die Zieldefinition muss möglichst präzise sein. Bei großen Vorhaben empfiehlt es sich, Teilziele zu definieren. Der Detaillierungsgrad der Ziele sollte stufenweise erhöht werden. Ganz wichtig ist es, Prioritäten festzulegen. Hier hat sich eine Einteilung in sogenannte Muss-, Soll- und Kann-Ziele sehr bewährt. Auch der Ausschluss von bestimmten Merkmalen, sogenannte Nicht-Ziele, kann gelegentlich erforderlich sein, um für Klarheit zu sorgen. Wichtig ist auch, Termin- und Kostenziele, also letztlich die Termin- und Budgetplanung, mit dem Auftraggeber des Projekts abzusprechen und sich von diesem absegnen zu lassen. Für jedes Projekt ist die Wahl einer geeigneten Projektorganisation von entscheidender Bedeutung. Die Projektorganisation muss dabei die Besonderheiten des Projekts, wie zum Beispiel Größe, Komplexität, Dauer, Neuartigkeit des Projektgegenstands, Projektumgebung und so weiter berücksichtigen. Man unterscheidet grundsätzlich drei mögliche Formen der Projektorganisation. Die erste und einfachste Form ist die der Einflussprojektorganisation. Die funktionale Hierarchie des Unternehmens bleibt hierbei unverändert. Das Projektteam bildet sich aus Mitarbeitern aus bestehenden Einheiten und der Projektleiter übt koordinierende bzw. beratende Aufgaben aus.
Das heißt, er muss auf das Team über Verantwortliche der Linienorganisation einwirken. Vorteile dieser Organisationsform sind: Es ist wenig Formalismus erforderlich, die Mitarbeiter bleiben in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung, es besteht eine relativ hohe Flexibilität. Nachteile sind: Der Projektleiter hat keine formalen Rechte und Pflichten. Er ist sozusagen nur ein Kümmerer. Es besteht daneben die Notwendigkeit ständiger Absprachen und die Entscheidungsfindung gestaltet sich oftmals umständlich. Eine sehr häufig angewandte Organisationsform stellt die Matrix-Projektorganisation dar. Bei dieser Form sind die Kompetenzen aufgeteilt zwischen dem Projektleiter, der die fachliche Zuständigkeit besitzt, und dem Linienvorgesetzten, der weiterhin disziplinarisch verantwortlich bleibt. Vorteile sind: Die Position des Projektleiters ist formal aufgewertet. Die Organisationsform ermöglicht einen zeitlich flexiblen Einsatz von Projektmitarbeitern. Der Zugriff auf Spezialisten ist auch temporär möglich. Nachteile: Es ist viel Formalismus erforderlich, um Verantwortung, Kompetenzen und Ähnliches abzugrenzen. Es besteht die Gefahr häufiger Ziel- und Interessenskonflikte sowie hoher Belastung der Mitarbeiter. Zuletzt die reine Projektorganisation. Das Projekt ist jetzt eine eigenständige Organisationseinheit. Der Projektleiter hat volle Kompetenz für Projektmitarbeiter, Betriebsmittel und Budget und er hat sämtliche Entscheidungs- und Führungskompetenzen. Die Projektmitarbeiter werden aus der bestehenden Organisation herausgelöst und sind vollamtlich für das Projekt im Einsatz. Die Vorteile sind: klare Projektverantwortung, klare Kompetenzen des Projektleiters, sicherer Personalzugriff, kurze Entscheidungswege, wenig Tageskonflikte mit anderen Abteilungen oder Projekten. Nachteile dagegen: Der Personalaufbau ist oft schwierig, mögliche Rückführungsprobleme, enge Orientierung an nur einem Projekt, Abkapselung gegenüber anderen Projekten und Bereichen sowie die Gefahr freier Kapazitäten. Neben der Projektaufbauorganisation kommt auch der Projektablauforganisation eine große Bedeutung bei. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Phasenorganisation, da Projekte in der Regel in ca. 4 bis 6 Hauptabschnitte unterteilt werden. Diese Phasen sind durch jeweils ganz charakteristische Inhalte, Tätigkeiten und Aufgaben sowie fest definierte Endergebnisse, nämlich die sogenannten Meilensteine, gekennzeichnet. Das Phasenmodell auf dieser Seite untergliedert das Vorhaben in insgesamt 5 Abschnitte, wobei die Definitionsphase dazu dient, das Projekt überhaupt erst aufsetzen zu können, indem als wesentliche Vorbedingungen die Inhalte und Ziele des Projekts geklärt sowie der Termin- und Kostenrahmen abgesteckt werden. Das Ergebnis dieser Aktivitäten stellt der Projektauftrag dar. Denkbar ist jedoch auch, dass Arbeiten wie die finale Definition der Anforderungen und Ziele bereits Teil der Planungsphase sind. Die Planungsphase selbst kann je nach Komplexität des Projekts in weitere Phasen untergliedert werden, beispielsweise in Grob- und Feinplanung oder in Konzept- und Designphase. Bei einer solchen Vorgehensweise werden sowohl der Projektgegenstand, also im Prinzip das Sachziel oder Produkt, als auch der Projektablauf selbst in einem ersten Schritt eher grob und in einem zweiten Schritt dann detailliert geplant. Nach der Planung erfolgt die Umsetzung der Planvorgaben in der Realisierungsphase. Auch dieser Hauptabschnitt kann je nach Umfang des Projekts weiter unterteilt werden, indem beispielsweise in einem ersten Teilabschnitt zunächst einzelne Bestandteile des Projektergebnisses bzw. Komponenten erstellt werden, die anschließend, eventuell wieder Schritt für Schritt, zum Gesamtergebnis zusammengefügt werden. Begleitet werden diese Abschnitte in der Regel durch geeignete Prüf- oder Testaktivitäten, wie zum Beispiel Komponenten-, Integrations- und Systemtest. In der Abschlussphase wird das Projektergebnis schließlich vom Auftraggeber abgenommen, indem geprüft wird, ob es alle zu Beginn definierten Anforderungen erfüllt. Bei erfolgreicher Abnahme ist das Projekt offiziell beendet. Dennoch kann es zu Folgeaktivitäten wie Erweiterungen, Nacharbeiten, Anpassungen oder Vorarbeiten für Folgeaufträge kommen, weshalb man in diesem Zusammenhang von Postprojektphase spricht. Parallel zu all diesen Phasen finden die Aktivitäten des Projektmanagements statt, insbesondere eine fortlaufende,
und im Zeitverlauf immer konkreter werdende Planung sowie eine permanente Überwachung des Projektfortschritts und eine entsprechende Projektsteuerung. Die Projektplanung ist die zentrale Aufgabe des Projektmanagements in den frühen Phasen des Projekts. Zwar werden auch in späteren Phasen Planungsaktivitäten durchgeführt, etwa wenn das Vorgehen in diesen Phasen im Detail festgelegt wird oder wenn bestehende Pläne aus welchen Gründen auch immer aktualisiert werden müssen. Am wichtigsten ist die Planung jedoch zu Beginn des Projekts, weil hier unter Berücksichtigung aller Randbedingungen und Ziele alle relevanten Aspekte, die den Projektablauf bestimmen, wie zum Beispiel Aufwand, Termine oder der Bedarf an Personal und Finanzmitteln, systematisch ermittelt werden. Die Projektplanung beinhaltet somit neben der Strukturplanung die Termin-, Kosten- und Kapazitätsplanung als wichtigste Schritte. Der Planungsablauf eines Projektes gestaltet sich derart, dass zunächst der Projektstrukturplan erstellt wird, aus dem sich Ablauf und Aufwandsplan ableiten. Die Aufgabe der Strukturplanung besteht in der Zerlegung der Projektabwicklung in überschaubare, planbare und steuerbare Einzelkomponenten und Arbeitspakete, wobei zunächst die Bestandteile des Projektendergebnisses in der Produktstruktur und die Bestandteile aller wesentlichen Zwischenergebnisse oder Meilensteine in der Objektstruktur hierarchisch gegliedert dargestellt werden. Wichtigstes Ziel der Strukturplanung ist jedoch die Ermittlung der Arbeitspakete, die zur Erreichung von Zwischen- und Endergebnissen erforderlich sind. Arbeitspakete bilden, ebenfalls hierarchisch gegliedert, die Projektstruktur und sind die Basis für die weiteren Planungsschritte, denn auf sie beziehen sich alle anderen Planungsaspekte wie Termine, Kosten und Kapazitäten. Die Terminplanung beinhaltet das Einplanen der Arbeitspakete in zeitliche Abläufe, wobei die logischen Abhängigkeiten zwischen den Arbeitspaketen berücksichtigt werden müssen, sowie die Bestimmung der Beginn- und Endtermine der Aufgaben und die Festlegung von Meilensteinen. Anschließend werden unter Berücksichtigung der Interdependenzen zwischen Aufwänden und Zeitbedarf ein Termin- bzw. Netzplan erstellt, die Ressourcen für das Projekt eingeplant und die Kosten auf Basis des Ressourceneinsatzes ermittelt. Es empfiehlt sich daneben dringend, potenzielle Risiken, vor allem im Hinblick auf mögliche Terminabweichungen und Kostenüberschreitungen, zu ermitteln und zusammen mit geeigneten Präventivmaßnahmen im Risikoplan festzuschreiben. Eine weitere zentrale Aufgabe des Projektmanagements, die vor allem in den Realisierungsphasen zum Tragen kommt, stellt das Projektcontrolling dar. Aufgabe des Projektcontrollings ist zum einen die permanente Überwachung des Projektfortschritts und zum anderen eine entsprechende Projektsteuerung, falls im Laufe des Projekts Planabweichungen auftreten sollten, damit dennoch die Erreichung der Projektziele gewährleistet ist. Für eine wirkungsvolle Projektüberwachung wird in regelmäßigen Abständen der Ist-Stand des Projekts berichtet und mit den Sollvorgaben der Projektpläne abgeglichen. Dieser Abgleich orientiert sich natürlich wieder an den drei Zielkategorien des magischen Dreiecks. Das heißt, es wird nicht nur der Sachfortschritt überwacht und festgestellt, ob der zum betreffenden Berichtstermin vorgesehene Leistungsumfang samt Qualitätszielen erreicht wurde, sondern gleichzeitig auch, ob adäquat zum jeweiligen Sachstand des Projekts auch die dafür geplanten Kosten und Termine eingehalten wurden. Eng verbunden mit der Projektüberwachung ist die Projektsteuerung, denn bei festgestellten Planabweichungen müssen konsequente Steuerungsmaßnahmen ergriffen werden. Das Spektrum der möglichen Steuerungsmaßnahmen, um korrigierend auf das Projekt einwirken zu können, umfasst dabei solche Maßnahmen, mit denen keine negativen Nebenwirkungen verbunden sind, sodann Maßnahmen, die solche Nebenwirkungen besitzen können, des Weiteren eine umfassende Neuplanung des Projekts und im Extremfall den Projektabbruch. Maßnahmen ohne Nebenwirkungen sind aufwands- und kostenneutral. Das heißt, mit ihnen kann eine Korrektur erzielt werden, ohne nennenswerte Zusatzkosten zu riskieren. Dies können zum Beispiel Teammaßnahmen wie ein gemeinsames Wochenende sein, die zur Steigerung der Motivation führen, oder Fremdvergabe von Aufgaben bei Kapazitätsengpässen, Austausch von einzelnen Mitarbeitern bei unzureichendem Know-how im existierenden Team oder auch die Suche nach technischen Alternativen. Maßnahmen mit Nebenwirkungen führen in der Regel zu Extrakosten,
Da sie damit letzten Endes das Erreichen der Kostenziele gefährden, müssen sie sorgsam abgewogen werden und dürfen nur getroffen werden, wenn Termin-, Leistungs- und Qualitätsziele höhere Priorität besitzen und unbedingt eingehalten werden sollen. Beispiele sind hier die Erhöhung der Mitarbeiterzahl, Überstunden und das Zukaufen von Know-how. Allerdings können in den Fällen, wo wegen eines limitierten Budgets die Kostenziele eine höhere Priorität besitzen, auch Abstriche am Leistungsumfang des Produktes in Kauf zu nehmen sein. Eine umfassende Neuplanung kommt dann in Frage, wenn Planabweichungen nicht durch Maßnahmen korrigiert werden können, die alle Prioritäten im Hinblick auf die gesetzten Projektziele befriedigen. Allerdings muss sichergestellt sein, dass der Aufwand, den eine Neuplanung mit sich bringt, auch durch einen entsprechenden Nutzen gerechtfertigt ist. Der Projektabbruch als Ultima Ratio schließlich folgt der Erkenntnis, dass die Projektziele auch bei verstärkten Anstrengungen nicht zu erreichen sind. Zu bedenken ist, dass ein rechtzeitiger Abbruch des Projekts immer noch die bessere Alternative darstellt im Vergleich zu kostenintensiven Neuplanungen oder Korrekturmaßnahmen, die sich am Ende dann vielleicht trotzdem als nicht erfolgreich erweisen.